Willkommen zurück zu Rheinsport und liebe Zuschauer, es ist eine fast unglaubliche Geschichte. Ein Junge aus Nigeria kennt aus seiner Heimat fast nichts anderes als Gewalt, Armut und Hass. Und dennoch schafft er es, sich aus diesem Sumpf zu befreien. Die Rede ist vom ehemaligen internationalen Boxchampion Jerry Elliott. Er hatte damals nichts und dennoch erfüllte er sich seinen Traum vom Titel auch, weil er nie aufhörte, daran zu glauben. Heutzutage, da möchte Jerry Elliott seine Erfahrungen an benachteiligte Jugendliche weitergeben. Der Kollege Tobias Spelz, er berichtet über einen Mann, der im wahrsten Sinne des Wortes sich durchs Leben boxt. Jerry Elliott, eine echte Kämpfernatur. Internationaler WBC-Meister im Mittelgewicht und internationaler IBF-Meister im Supermittelgewicht. Er ist in seiner Karriere ganz oben angekommen. Er kam von ganz unten. Jerry Elliott ist in einem kleinen Dorf in Westnigeria geboren. Ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Er ist der jüngste von 12 Geschwistern und war seinem Vater so gleichgültig, dass dieser ihm erst mit 7 Jahren einen Namen gab. Hass und Gewalt waren damals an der Tagesordnung. Als ich klein war, hat mein Vater mir einen Namen gegeben. Der hat mir diesen, der hat gesagt, Agboigidi. Das bedeutet in meinem Dialekt, dass du kannst nicht was werden im Leben. Und immer wenn ich am Boden bin und ich erinnere diesen Namen oder diese Wort, dass ich kann nicht was werden, und ich sage zu mir, nein, Junge, du musst aufstehen, du musst was werden, du musst beweisen, dass du kannst was werden, dass du bist nicht was gedacht oder und so. Da hat mir immer Kraft gegeben. Schmerz und Traurigkeit, das sind Jerry Elliots Erinnerungen an seine Kindheit. Er wurde ein sogenannter Bad Boy. Wenn die anderen Kinder ihn ärgerten, schlug er zu. Etwas anderes hatte er nicht gelernt. Doch im Boxsport fand er lebenswichtigen Ausgleich. Jede Kleinigkeit habe ich immer explodiert und habe ich den Boxen gefunden. Oder Boxen hat mich gefunden und hat mich gerettet. Der Akt auf Kampf für mich ist alles. Für Training oder im Leben, Kämpfe, man muss für alle kämpfen. Und ich kämpfe gerne für alles. Jerry ist 16, als er ausreist. Menschenschmuggler bringen ihn nach Kairo. Später geht er nach Griechenland, Istanbul und Belgien. Eine unglaubliche Odyssee mit ungewissem Ausgang. Seinen Traum vom Boxen behält er. Doch er besitzt nichts als die Kleider an seinem Körper. Er hat kein Geld, kein Visum. Als er vor 14 Jahren in Köln ankommt, versteckt er sich vor der Polizei und schläft 2 Wochen unter der Kölner Zoobrücke. War kalt, ich war immer hungry und ich bin nicht gewohnt, Schnee zu sehen und war was anderes für mich. Und der Dialekt konnte ich auch nicht verstanden und ich kenne die Leute nicht und ich vermisse zu Hause und so. Aber alles für mich ist Vergangenheit und Köln hat mir die Möglichkeit gegeben, dass alles zu erreichen, was ich vorgenommen habe. Und ich bin froh, ich bin sehr, sehr froh. Wenn Jerry Kraft braucht, kommt er hierher, an den Ort, wo er einst unter der Brücke schlafen musste. Hier hat sein neues Leben begonnen. Hier hat er gelernt, dass sich Kämpfen immer lohnt. Ich habe immer selber trainiert, obwohl ich hatte keine zu Hause, habe ich selber auch trainiert, fit zu halten und meinen Traum nicht vergessen. Und ich hatte meinen Traum, ein Profiboxer zu werden. Und als die Chance gekommen ist, habe ich die Chance genommen. Es beginnt ein Märchen. Der Sauerland-Boxstall wird auf Jerry aufmerksam. Auf Anhieb gewinnt er seinen ersten Kampf, wird internationaler Meister der Verbände WBC und IBF. Plötzlich ist er ganz oben. Was Jerry erlebt hat, möchte er nun zurückgeben. MCP, Multicultural Project for Kids. So heißt sein Projekt, mit dem er benachteiligten Jugendlichen eine Perspektive gibt. 15 bis 20 von ihnen täglich nehmen das Angebot an. Viele ihrer Eltern sind arbeitslos oder alleinerziehend. Bei Jerry Elliott trainieren sie kostenlos. Ich kann das nicht akzeptieren, dass Kinder weiter kein Geld haben, kann nicht trainieren, kann keinen Sport machen. Weil ich glaube, jede Kinder habe das Recht zu Sport. Und das ist meine Motivation, dass jede Kinder muss Sport machen, egal ob Geld hat oder nicht. An 6 Tagen in der Woche können die Jugendlichen in Jerrys Boxgym am Barbarossa-Platz trainieren. Manche von ihnen haben keinen familiären Halt.
Vielen fehlt auch die berufliche Perspektive. Mit anderen ehrenamtlichen Trainern bringt Jerry ihnen Ausdauer, Kraft und Technik bei. Aber auch seine eigene Geschichte dient vielen Jugendlichen schon als Ansporn. Ich versuche immer, die Jungs zu sagen, hey, ich war so jung wie ihr und habe auf der Straße geschlafen. Aber ihr schlaft nicht auf der Straße. Und alle diese Sachen spielen immer in den Kopf von den Jungs. Und ich merke, dass wenn einer kommt und sagt, ich will Praktikum machen, und ich weiß, oh, gut, alles, was wir hier sagen, hat funktioniert, ist angekommen. Jerry führt während des Trainings auch viele persönliche Gespräche. Er ist Anlaufstelle für Probleme jeglicher Art. Die Jugendlichen wissen, dass sie ihm vertrauen können. Das ist auch besonders, weil er arbeitet gerne mit Kindern und so. Er macht viel für Kinder und so. Ja, ich finde es halt sehr gut, bei ihm zu trainieren. Man kann mit ihnen reden, wenn man Probleme hat. Und ich finde es einfach gut, dass man hier hinkommen kann. Ich sehe das von den Organen. Man merkt das, mit Körpergefühl, dass die normalerweise Training fängt 16.30 Uhr an und schon hier 16 Uhr. Das bedeutet, dass gefällt die Junge, das gefällt diese Person. Das ist, warum der kommt so früh zu trainieren. Und dann ich merke das. Und Jerry Elliott beweist immer wieder seine Fighter-Qualitäten. Obwohl er schon so viel erreicht hat, steckt er sich weitere Ziele. Nun baut er ein zweites Boxgym. Die Halle am Barbarossaplatz konnte dem Ansturm der Jugendlichen nicht mehr Herr werden. Hier in der Vogelsanger Straße ist nun alles größer. Der Ring erfüllt Wettkampfauflagen. Am Samstag ist Eröffnung. Es wird ein weiterer Erfolg in Jerrys unglaublichem Leben sein. Wenn ich das hier sehe, dann ich sage in meinem Kopf zu meinem Vater, okay, der ist nicht mehr am Leben. Hey, ich habe das geschafft. Das ist einer von meinen Traum und ist nicht mehr ein Traum, ist ein Wahr jetzt, ist wahr. Und ist da und ich glaube, dass Samstag werden wir hier feiern und mit meinen Kindern und alle feiern wir hier Samstag. Und ja, es sieht gut aus und ich bin sehr, sehr stolz. Echt. Jerry Elliott, eine echte Kämpfernatur. Er hat es allen gezeigt, vor allem sich selbst. Und eindrucksvoll bewiesen, dass es sich immer lohnt, zu kämpfen. Eine wirklich beeindruckende Geschichte und ein mindestens genauso beeindruckendes Projekt. Und ich darf jetzt hier im Studio ganz herzlich begrüßen, die Dame natürlich zuerst, Anna Bidowetz. Boxt ebenfalls mit Jerry Elliott seit anderthalb Jahren, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Schönen guten Abend, kümmert sich etwas um die wirtschaftlichen Belange auch der ganzen Geschichte und Jerry Elliott ist auch da. Schönen guten Abend auch an dich. Freuen uns sehr, dass ihr da seid. Hallo. Ja, Jerry, wir haben es gesehen, also wirklich eine unglaubliche Geschichte, unglaubliche Odyssee, die du hinter dir hast. Jetzt dein Projekt, was kurz bevorsteht, die Halleneröffnung am Samstag, es war noch die ein oder andere Schraube zu setzen. Wird es denn klappen mit Samstag? Wie sieht's aus mit der Vorbereitung? Es läuft sehr gut. Ich bin ein optimistischer Mensch und ich glaube, da kommt Samstag, wird alles schon fertig. Ja, wer dich kennt, das müsste und sollte auf jeden Fall klappen. Anna, also du boxst seit anderthalb Jahren auch im Boxgym mit oder bei Jerry. Erzähl mal, wie wirkt er auf dich persönlich? Du erlebst ihn ja auch des Öfteren in der Woche dann mit den Kindern. Ja, also Jerry ist unheimlich herzlich und fragt immer, wie es einem geht und möchte halt wissen, was der andere gerade macht. Mhm. Und wir alle kommen super gerne dahin, um einfach auch den persönlichen Austausch zu haben. Nicht nur wegen dem Training, sondern einfach so die Gemeinschaft zu erleben. Und da ist Jerry halt ganz groß. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Bilder vorliegen aus der aktuellen Trainingsarbeit. Hier sehen wir sie. Merkst du auch richtig, wie die Kinder das annehmen, ihn aufsaugen? Vielleicht kann man so sagen. Ja, total. Mhm. Also ich bin zwar nicht beim Jugendtraining dabei, aber die trainieren halt vor mir und das merkt man halt total. Dann, ich kriege das mit, dass sie dann danach im Training noch zum Jerry gehen, um mit ihm zu sprechen oder ihn um Rat fragen. Jetzt sei es mit Boxtechnik oder halt auch private Sachen. Mhm. Also ich habe so den Eindruck, sie sehen im Jerry so ein bisschen den großen Bruder oder so. Schönere Bezeichnung gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. Jerry, ja, du hast viel erreicht in deinem Leben, obwohl die Voraussetzungen, wir haben es gehört, zu Beginn deines Lebens, alles andere als gut waren. Ist das aber auch diese Motivation, diese Geschichte, aus der du Kraft schöpfst, auch für dein Projekt, das Multicultural Project for Kids? Ja, meine Motivation ist nicht nur meine Vergangenheit, aber die Jungs selber zu sehen, wie alle wächst. Ich kenne ein paar, wie gesagt, 4 Jahre.
als Kind und jetzt alle als Männer noch am Boxen. Ich bin auch Kinder, aber Männer sind noch Boxen. Ja, und da motiviert mich. Und wenn ich eine sehe und komme und sage, Jerry, ich will nächste Woche werde nicht da sein, weil ich werde jetzt Partikel machen, für mich das ist eine Motivation. Nicht nur die Leute so trainieren, auch für mich selbst, die Trainer. Gerade das Besondere, oder was ist das Besondere für dich, diese Arbeit mit den Kindern? Ja, zu sehen, wie alle lacht nach Training und zu mir kommen und sagen, hey, ciao, bis morgen. Und das macht mir total Spaß. Und zu sehen, dass ein Kind vor ein paar Monate bei dir trainieren, ein paar Kilo abnehmen oder kommen und sagen, hey, meine Note ist in Schule sehr gut, das macht Spaß, total Spaß. Und du wurdest ja auch ausgezeichnet von der Stadt Köln für deine besondere Arbeit. Ne? Was ist das für eine Auszeichnung? Das ist von Make a Change, Project for Schule. Mhm. Das ist Recognition von der Stadt Köln für meine Arbeit mit den Kindern. Ja. Kommst du denn selber auch noch richtig ins Schwitzen? Wir haben die Bilder deiner aktiven Karriere gesehen. Das ist ein paar Jährchen her, glaube ich. Ja, also ist für einen ordentlichen Haken so. Reicht es noch? Oder? Ja, natürlich. Ich mache ja nur Sport. Boxsport, ja. Ja. Hey, nicht lachen. Wieso ist es nicht so? Oder? Doch, ich mache mit. Ich mache da auch das Party noch mit meinen Jungs. Ja. Ich trainiere gerne. Ich liebe Sport. Ja. Boxsport selbst auch für mich ist einer der besten Sport, die es überhaupt gibt. Ja. Ich gehe noch joggen 10 Kilometer und ich mache noch Party mit meinen Jungs, um zu zeigen, dass ich bin noch nicht so alt. Ja. Das ist auch wichtig, da hat man Respekt natürlich. Ja, wir müssen noch mal auf deine Boxkarriere zu sprechen kommen, vielleicht auch auf eine Epoche, die nicht so schön war. Das Sauerland-Team ist ja bekannt, mit denen hast du geboxt, beziehungsweise du bist aufmerksam geworden bei denen. Dann haben sie dich aber fallen lassen. Was ist damals passiert? Das ist was kompliziert. Mhm. Ich werde dann in general, dass Boxsport selbst ist nicht so, das Management für Boxsport ist nicht so menschlich, so die Boxer. Ja. So ist nicht nur Sauerland-Promo, es ist überall, Don King und alle. Ja. Ist bekannt im Boxen, dass wenn die Boxer nicht mehr aktiv oder die Möglichkeit nicht haben, dass die Manager lässt die Boxer fallen. Als ich mein Herzproblem, der Sport hat, heißt das, Sportlerkrankheit ist das, dass die Muskulatur im Herz dick war, hat mein Management mich unter Fall gelassen. Aber ist okay, aber Leben geht weiter, hat mir weh getan vor ein paar Jahren. Therapie musste ich Therapie machen und ich hatte bestanden, wieder zu boxen. Ja. War hart, war sehr, sehr schwer, aber so ist Sport in general. Das Leben geht weiter, gerade bei dir, du hast es oft genug bewiesen. Ja. Ja, Anna, wie bist du überhaupt zum Boxen gekommen, jetzt gerade auch zum Boxen mit Jerry? Also ich wollte unbedingt mal Boxen ausprobieren und habe mich dann im Internet schlau gemacht und bin dann durch Zufall auf Jerrys Seite gelandet und habe dann halt gesehen, dass er sich auch sozial engagiert mit dem MCP und das hat mir halt unheimlich gut gefallen und dann habe ich mir das angeguckt und wollte dann halt auch selber was dazu beitragen, durch halt auch unter anderem durch meinen Mitgliedsbeitrag, aber halt auch, dass ich mich selber dann da einbringe, wenn Hilfe gebraucht ist. Und schöne Einstellung auch von dir und dir bringt es auch was beim Boxen natürlich, man sieht's. Jerry, kurze Abschlussfrage noch. Also, am Samstag die große Eröffnung noch des weiteren Gyms in der Vogelsanger Straße. Ja, wie sind die weiteren Pläne? Ein Jerry Elliott hört niemals auf, oder? Nein, meine Hoffnung ist ein Tag, dass jede Ecke in Köln Boxenstudio gibt. Nicht nur einfach Boxing Studio, aber Boxing Studio, wo Kinder gehen können, um sonst zu trainieren. Mhm. Wir haben jetzt die zweite Studio, ich hoffe, dass nächstes Jahr die dritte wird auch gebaut. Ja. Dann wünschen wir ganz viel Erfolg. Danke. Für dich auch natürlich, Anna. Herzlichen Dank für den Besuch. Tolle Geschichte, tolles Projekt. Macht weiter so. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Danke euch. Liebe Zuschauer, eine kurze Werbepause und dann geht es ja weiter mit dem Webman und allen Neuigkeiten rund um den 1. FC Köln. Bis gleich.